DFB-Pokal Achtelfinale, die Runde der letzten 16. Und ich drücke den 18-6ern die Daumen. Mal schauen, ob sie noch eine Runde weiterkommen. Ja, 60 gegen Karlsruhe. Der einzige Drittligist mit 1860 München in diesem Achtelfinale des DFB-Pokals. Dazu kommen wir gleich. Es geht los mit Köln gegen Hamburg, erste Liga gegen zweite Liga. Top-Mannschaft der ersten Liga gegen Top 5 der zweiten Liga. Aber die Hamburger zuletzt auch in der zweiten Liga ein bisschen schwer in Tritt gekommen, sind auch keine Wintermannschaft anscheinend, wie wir das immer Leverkusen andichten. Und Köln als solide Heimmannschaft mit einem guten Lauf, jetzt zwar gegen Bayern verloren, aber was passiert im Pokal da? Genau, ich finde sogar die Niederlage gegen Bayern, auch die Höhe der Niederlage, positiv für den DFB-Pokal, weil Köln ist jetzt einfach mal glasklarer Favorit. Ich würde sogar sagen, sie sind höherer Favorit, als es die Quoten suggerieren. Klar, DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, Hendrik und Co. und auch ich lassen grüßen. Aber so eine hohe Niederlage kann dann auch nochmal dafür sorgen, dass du jetzt wieder voll konzentriert rangehst. Stell dir vor, Radek, die hätten einen Punkt geholt, Bayern-Flug oder hätten mitgehalten, dann wären sie vielleicht ein bisschen hochnäsig ans Spiel rangegangen. Also ich glaube, Hamburg kann dieses Ergebnis nicht gefallen und auch die Hamburger an sich können nicht mit ihren letzten Wochen zufrieden sein. Sie haben ja jedes Jahr, wobei es geht nicht um die zweite Liga, aber sie haben jedes Jahr ihre Wochen, wo sie dann sich den Aufstieg versauen. Mal schauen, ob das gerade passiert. Auf jeden Fall sehe ich Köln im Vorteil und aber wenn du dann auch wiederum die Auswärtssieg-Unentschiedenquote ansiehst, musst du sagen, ist vielleicht sogar Value auf so einen Unentschieden zur X2 nach 90 Minuten. Aber glaube selber, dass Köln weiterkommt. Ja, glaube ich auch. Und deswegen haken wir das mit einem Köln-Sieg mit 1,7 doch mal gerne ab. Und hier habe ich schon vorweggenommen, die 60er als einziger Drittligist gegen Karlsruhe, Heimrecht. Und Karlsruhe ist jetzt auch keine Mannschaft, wo man sagt, die sind jetzt komplett unmöglich zu schlagen für die 60er, die ja in der dritten Liga auch eine ganz gute Serie jetzt hingelegt haben. Und du bist halt parteiisch, aber versuch mal hier die Vereinsbrille abzusetzen, oder Gierseher. Ja. Radek, geht nicht, weil 60 hat einfach mal die ersten 10, 12 Spieltage völlig in den Sand gesetzt. Aber seitdem läuft es und auch am Wochenende gegen BM Wiesbaden. Nach 10 Minuten oder 15 Minuten stand es 2-0 gegen sie und am Ende haben sie noch 3-2 gewonnen. Sie haben Darmstadt rausgejagt, sie haben Schalke rausgejagt. Das sind ja Teams, die ich jetzt persönlich gerade Schalke stärker einschätzen würde als den KSC. Und es wäre schön, wenn 60, wenn sie aus dem DFB-Pokal fliegen, dann nochmal gegen richtig coole Mannschaft rausfliegen, sprich Bayern München oder von mir aus auch Köln oder irgendeinen anderen Erstligist. Von daher müssen sie jetzt weiterkommen und ich sage auch hier, 1x nach 90 Minuten gefällt mir quotentechnisch am besten. Übrigens, wer es nicht weiß, Sascha Mölders ist ja mittlerweile vom Hof gejagt worden, weil er anscheinend sehr, sehr arrogant gegenüber den jungen Spielern gewesen ist, das seit Jahren und jetzt haben sie ihn einfach mal gekündigt. Schade, aber trotzdem 1x, meine Wette, total unparteiisch. Ja, okay, kann ich total folgen, aber ein Unentschieden würde ich mitgehen, aber ein 60-1x ist mir in dem Fall zu heiß, weil es ja eigentlich der einzige Drittligist ist und ich nicht an die großen Überraschungen im Pokal glaube. Wobei, wie ich schon gesagt habe, es wäre gar nicht so eine krasse Überraschung, weil Karlsruhe jetzt auch wahrscheinlich die zweitschlechteste Mannschaft in diesem restlichen verbleibenden 16er-Feld ist. Das kann man von St. Pauli überhaupt nicht behaupten und von Dortmund schon gar nicht, denn die Dortmunder ja Zweiter in der ersten Liga, St. Pauli immerhin der Tabellenführer in der zweiten Liga, höchste Kultmannschaft und zu Hause im eigenen Stadion haben die natürlich wahrscheinlich das Fest des Jahres, wenn denn Corona nicht wäre, aber ja, das spricht natürlich dann eigentlich schon dafür, dass Dortmund hier die Klassenüberlegenheit ausspielen müsste, aber da ist die 1,47 so wirklich an der Grenze. Dortmund-Fans können sie mit Handkuss nehmen. Dortmund-Skeptiker wie ich würden es meiden. Ja, ich würde hier sogar auf Dortmund minus 1 gehen, weil die St. Paulianer, die brauchten natürlich die Fans und gerade in so einem Spiel, das wäre doch ein unglaublich geiler Hexenkessel. Aber sie haben jetzt auch am Wochenende gegen ein abstiegsbedrohtes Aue nur unentschieden gespielt, davor gegen ein abstiegsbedrohtes Kiel verloren, gegen Düsseldorf, Mittelfeldteam.
unentschieden gespielt. Also sie sind ja überraschend Tabellenerster, das muss man ja auch mal sagen. Und dass sie da so souverän gespielt haben. Und jetzt, glaube ich, merken sie, der Aufstieg ist möglich, aber der Vorsprung, den sie ursprünglich hatten, ist schon abhanden gekommen. Also ich finde, Dortmund -1 deckt einen knappen Sieg ab. Und die Dortmunder haben Freiburg weggejagt, die haben in der zweiten Halbzeit die Frankfurter weggejagt. Sie haben einen Haaland, der sauer auf die Clubbosse ist und der wird jetzt, glaube ich, 3 Tore gegen St. Pauli schießen. Das ist eine gute Argumentation, aber bei einer 1,69 gewinnst halt nicht viel bei minus 1. Ja. Und wenn man wirklich auf Dortmund setzen will, dann muss man das eigentlich mit Asian Handicap minus 1,5 machen, weil das ist im Prinzip das Gleiche. Bei einer Niederlage verlierst halt eine Einheit, aber deine Argumentation ist überzeugend und wer der Erfolg kann mit 2,16 mehr gewinnen, ja. Ich möchte nur sagen, meine Argumentationen sind seit den letzten 2-3 Videos gigantisch, aber die Ergebnisse nicht. Tja, da hat die Bundesliga nicht mitgespielt, leider, ja. Aber wird wieder besser. Jedenfalls letzten Spieltag waren ja wieder einige Unentschieden dabei. Das spielt uns in die Karten und vor allem mir in meinem internen Tippduell. Aber es ist jetzt eine andere Thematik. Wir gehen weiter zum Spiel Bochum-Mainz, Bundesliga-internes Duell. Und das hatten wir doch irgendwie gerade schon mal. Da läuten doch die Glocken des Statistikgehirns Radek. Ich kann mich erinnern, Bochum hat gegen Mainz 1-0 verloren. In Mainz, jetzt wird das umgedreht. Bochum zu Hause. Was haben die zuletzt zu Hause gerissen, die Bochumer? Naja, so lala. Gegen Wolfsburg immerhin 1-0 gewonnen, aber die schlägt ja zurzeit auch jeder. Und dann haben sie gegen Union Berlin verloren. Okay, Champions League Aspirant. Also Bochum sind immer knappe Spiele zuletzt. Die lassen sich von keinem irgendwie so richtig vertrimmen. Haben gegen Dortmund 1-1 geholt. Haben halt echt irgendwie ganz schwere Gegner gehabt, wenn man jetzt von Bielefeld absieht, da haben sie dann verloren. Also sehr schwierig einzuschätzen, die Bochumer. Deswegen bin ich auch weit davon entfernt, jetzt Mainz, weil sie dieses Spiel in der Bundesliga gewonnen haben, hier als Favorit zu sehen, wie es die Buchmacher tun, müssen sie ja irgendwoher auch, sondern sehe auch eher das Value bei Bochum zu Hause oder gehe davon aus, dass das hier einfach in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht. Ja. Ja, Mainz traue ich nicht. Ja. Und bei Hannover Gladbach, da kennst du dich ja besser aus und da erinnert sich der Statistik gerade wieder was. Da war ich klein, ich glaube, das war mein erstes DFB-Pokalfinale, das ich so richtig bewusst miterlebt habe. 92 Hannover im Pokalfinale, Gladbach besiegt mit dem Torwart Sievers damals. Ich erinnere mich noch an das Bild, wie er den Pokal hält. Habe ich damals mein erstes Fußballbuch auch gehabt. Lang, lang ist her, Hannover mittlerweile in der 9. Liga und Gladbach folgt ihnen bald, wenn sie so weiterspielen. Aber im Pokal haben die Gladbacher halt eben die Bayern rausgehaut. Aber du hast es in der Bundesliga schon gesagt, dass Gladbach halt nur gegen gute Teams motiviert ist und gegen Scheiß-Teams oder schlechte Teams oder Teams, die sie unterschätzen, dann eben nicht so gut spielen. Ja, und Winterkusen ist halt ein Scheiß-Team. Hannover hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Sie waren ja auch in der ersten Hälfte der Hinrunde echt nicht gut, aber mittlerweile ein paar Ergebnisse haben ihnen Luft im Abstiegskampf verschafft. Hannover ist für mich auch so ein Team, das gehört eigentlich in die erste Liga, zumindest mehr als, ja, egal wer. Auf jeden Fall Gladbach auf die Mütze daheim bekommen. Ja, er wollte es fast sagen, aber nochmal Glück gehabt. Also, ciao, Herr Leitl. Ja, der Leitl hat fast gewonnen, er hat geführt. Achtung, Wortwitz. Hier ist eine Überraschung auf jeden Fall möglich. Genauso gut ist möglich, dass Gladbach 4-0 gewinnt, deshalb Enthaltung. Mhm. Ja, aber gut, finde ich fast eine faire Quote auf die Gladbacher und eine Value-haltige mit 1,7. Wenn man da schon auf 60 setzt und auf Köln vielleicht gegen Hamburg, dann kann man, glaube ich, auch gegen auf Gladbach gegen den 12. der zweiten Liga setzen mit 1,7. Zumindest 2 von 3 sollte man dann wirklich irgendwie gewinnen, aber ich glaube nach wie vor dran, dass Gladbach früher oder später die Kurve kratzt und vor allem bin ich echt bisher positiv überrascht, dass sie immer noch an Adi Hütter festhalten und das finde ich auch ist die goldrichtige Entscheidung, denn Statistiken zeigen eben, dass so ein Trainerwechsel so gut wie nie was bringt, sehr selten, außer du hast halt wirklich eine Granate, die du dann für einen Wursttrainer ersetzt und das wäre bei Adi Hütter ja kaum der Fall und deswegen
wird das schon wieder in Gladbach. Bei Leipzig wird es langsam auch wieder, denkt man, in der Bundesliga. Deswegen sind sie jetzt haushoher Favorit gegen Hansa Rostock. Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Die werden das wahrscheinlich so 2-0 gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier großartig overperformen und die total aus dem Stadion jagen. Typisch Leipzig wäre einfach in so einem Spiel, sich hart zu tun und dann am Ende eben mit so einem kleinen Duselsieg zu gewinnen. Aber wie Hansa Rostock, ja gut, brauchst du jetzt natürlich auch nicht über den Klee loben und dir irgendwie bei einer 19er-Quote Value ausrechnen, oder? Nö, deshalb kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel. Und ist es da schon das Stadtderby Hertha gegen Union? Abstieg gegen Champions League Contender, da hätte man auch vor zwei Jahren nicht drauf gesetzt. Eigentlich auch nicht in dieser Saison, dass Hertha so schlecht ist. Union macht einfach da weiter, wo sie aufgehört haben oder wo sie gestartet haben, als sie aufgestiegen sind. Jedes Jahr ein Stückle besser, spielen schön Fußball, haben jetzt Hoffenheim besiegt, hätten fast Leverkusen besiegt und sind jetzt aber im DFB-Pokal eigentlich der Favorit. Dadurch, dass ja die Fans auch nicht wirklich dabei sind, ist das eigentlich, glaube ich, egal, ob das Spiel jetzt bei den Eisernen werden oder bei der alten Dame. Spricht viel dafür, weil Hertha wirklich grandios schlecht die letzten Wochen gewesen ist, dass hier wenig Tore fallen und deshalb ist es für mich ein Unentschieden nach 90 Minuten tatsächlich das Wahrscheinlichste. Ja, und denkst nicht, dass die Berliner das wieder gewinnen, weil sie die bessere Siegmentalität haben, einen eisernen Willen die und Berliner ein Handicap gewinnen auf jeden Fall. Also Union am meisten Sinn macht? Die Berliner gewinnen auf jeden Fall, das hast du gut gesagt. Ich meinte die richtigen Berliner aus Köpenick, die Unioner. Also Asian Handicap 0 mit 1,96 auf Union muss man nehmen. Ich meine, das ist ein Geschenk und am Ende, wenn es wirklich in die Verlängerung geht, hat man auch nichts verloren. Und genau. Man kann eigentlich nur gewinnen, außer wenn Hertha gewinnt, aber davon geht jetzt keiner aus, oder? Nee, wenn Hertha gewinnt, dann auch erst eine Verlängerung. Da bleibe ich auch bei dem, was du sagst. Hoffenheim-Freiburg, das ist auch so ein Spiel, wo du sagen musst, so wie die Freiburger gerade performen, sollte die Abwärtsspirale so ein bisschen weitergehen. Aber DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze und Hoffenheim sowieso. Die haben jetzt eine Niederlage gegen Union zu verkraften, haben aber eine wirklich attraktive Quote. Und das heißt, auch die Quote fürs Weiterkommen dürfte so bei 1,6, 1,7 sein, wenn man sagt, hier ist unentschieden Gefahr. Also, gefährliches Spiel. Aber man muss derzeit sagen, der Freiburger Tabellenplatz spiegelt nicht das wider, was sie die letzten 5-6 Wochen Winterrunde übergreifend performt haben. Deshalb gehe ich hier tatsächlich auf einen reinen Hoffenheim-Sieg zu einer Zweierquote. Mhm, ja, absolut richtige Entscheidung eigentlich. Wenn man die Hoffenheimer zuletzt gesehen hat, außer das Spiel gegen Union, und da waren sie auch einfach auf Augenhöhe, sogar besser eigentlich. Union hat halt einfach besser abgeschlossen und die Chancen genutzt und vor allem gut gekontert. Das ist natürlich die Stärke von Union. Und ausgekontert werden, ja, das drohte jetzt Hoffenheim gegen Freiburg eher nicht, weil die stehen eigentlich in der Defensive eher gut. Zumindest war das in der Vorrunde der Fall. Die letzten zwei Spiele haben sie mal 7 Gegentore kassiert. Also man merkt, das ist die sogenannte Annäherung zur Mitte. Die Freiburger gehen wieder runter, weil dass die in die Champions League kommen, ist ja unrealistisch. Hoffenheim ist langsam noch ein bisschen im Overperforming-Modus. Die kommen dann auch mal irgendwann wieder runter, aber in dem Moment sind sie einfach noch stärker als die Freiburger einzuschätzen. Deswegen eine 2,17. Super eigentlich, da kannst du nichts dagegen sagen. Und wir fassen zusammen, Köln schlägt Hamburg zu Hause, deine 60er 1x gegen Karlsruhe in Klammern, weil das ja da sehr, sehr parteiisch ist. Dortmund gewinnt das mit Asian Handicap minus 1 oder sogar minus 1,5, weil man da einfach eine bessere Quote dafür kriegt. Bochum-Mainz, klares Unentschieden. Hannover-Gladbach, Gladbach, was soll passieren? 1,7er Quote zudem valuehaltig. Leipzig gegen Hansa Rostock. Leipziger Sieg, aber knapp, würde ich nicht darauf wetten. Union, Asian Handicap 0 gegen Hertha mit 1,96. Top-Wette. Und am Ende Hoffenheim mit dem Sieg mit 2,16. Und ich bin positiv überrascht, dass ich mir so viele Sachen eigentlich jetzt mal merken konnte. Normal kann ich mir nicht mal ein Spiel merken, aber gut. Ist ein schönes Achtelfinale. Die Begegnungen sind spannender als der DFB-Pokal. Schauen wir mal, was passiert. Ja, vielen Dank. Bis dann.